So, heute versuche ich das drohnenbrütige Volk oder fast drohnenbrütige Volk brutfrei zu machen. In 2 Stunden bekomme ich hoffentlich eine Königin. Das heißt, ich nehme jetzt die 2 Zagen 15 Meter weg, vorne in den Garten. Nehme unten das Varroa-Gitter weg, gehe damit auch vor in den anderen Gartenbereich, schüttelt die Bienen ab, legt das Varroa-Gitter dann wieder her, setzt eine neue Zage drauf, Kissen drauf, Dach drauf. So, der erste Schritt. In der Hoffnung, dass die Bienen von vorne im Garten dann hierher zurückfliegen und ihr dunkle Beute wieder vorfinden. Und danach werde ich vorne im Garten die Waben, die an den Seitenwänden fixiert sind, über Wabenbrücken abmachen. Die Wabenbrücken durchschneiden, die Waben rausholen an den Oberträgern, die Bienen abfegen. Es ist 35 Grad, ich hoffe, dass die Waben nicht abfallen von den Oberträgern. Werde dann die von Bienen befreiten Zargen mit den Waben mit in den Keller nehmen, wo es kühler ist. Werde dort die gesamte Brut rausschneiden. Dann die Oberträger mit den Restwaben wieder zurück an die jeweils richtige Stelle in der Zarge. Und die Zargen dann wieder oben drauf stellen auf diese lilane Zarge. Ich hoffe, dass die Bienen dann mit der Zeit hochgehen und kann ich die untere wieder wegnehmen, sodass die jetzt sozusagen 2 Stunden weißellos sind. Ich war auch die Weißelzelle, die offene, rausnehmen, dass die merken, dass sie weißellos sind. Und dann werde ich die Königin, sofern ich sie bekomme, einen Tag, also 24 Stunden, in dem Iltis-Käfig mit zwischen die Wabengassen hängen, morgen Abend anschauen, wie die Bienen mit ihr umgehen, ob sie sie einknäulen und abstechen wollen oder ob sie sie liebevoll, locker sozusagen umgeben. Wenn sie sie liebevoll umgeben, dann mache ich hier auf, tue da Futterteig rein, setze die Königin wieder dazu, dass es sie in den nächsten 24 Stunden dann, also übermorgen Abend spätestens, frei gelassen haben und hoffentlich annehmen. So, das ist der Plan. Also zuerst mal Smoker, ewig leidiges Thema. Zuerst mal die Zagen jeweils nach vorne tragen in anderen Garten. Ja, die Bienen sind natürlich sauer. Aber so schnell ich da zurückgerast bin im leeren Varroa-Gitter, sind die schon quer übers Haus wieder hergeflogen. Waren nur noch eigentlich 8 Stück da, alles andere habe ich mit dem Varroa-Gitter mitgenommen. So, dunkel. Schauen wir mal, wie viel dann Stück für Stück wieder zurückkommen. So, das ist jetzt im Garten vorne vorbereitet, alles vorher vorbereitet. Messer zum Wabenbrücken schneiden, das sind die beiden Zagen, die stehen auf Brettern. Da ist eine weitere Zage, in die ich dann die leeren Waben mitsamt Oberträgern erstmal Zwischenlager. Hier kommt dann die ausgeschnittene Brut rein. Jetzt schauen wir mal. So, da ist interessant, bei der oberen Zage haben sie diese Weißelzelle verdeckelt, aber abgenagt.
die war auf den Oberträgern der unteren Zarge. Jetzt habe ich hier mal einfach die Zarge geschüttelt. Ist Gott sei Dank noch alles an Waben da. Bienen sitzen jetzt überall. Jetzt schauen wir mal, wie viel hinten wieder ankommt. Aha. Schau her. Haben gleich zurückgefunden. Wenn jetzt immer mehr kommen, jetzt schüttel ich mal die Zarge nochmal und dann die obere Zarge. Dann schauen wir weiter. So, ich hoffe, sie finden zurück. Gott, mir läuft der Schweiß. Es ist halt, das ist wirklich mit Mobilbau leichter. So, jetzt steht hier eine, ist fast leer. Und hier, da ist noch einiges drin. Aber das mache ich jetzt dann als nächstes. So, bis nachher. Ja, das ist natürlich nicht das, was ich bauen kann. Sehr lieb, die füttern sich gegenseitig. Königin habe ich jetzt keine gesehen hier, aber sie schwärmen halt leider drumrum. Ich hoffe, dass die noch rüberfinden, weil sonst wäre das wieder eine sehr aufwendige Aktion. Schauen wir mal. Hier ist noch so ein Knäuel. Knäuel noch nicht, aber sehr irritierte Bienen. Die anderen sind hier auf dem Felsen. Naja, schauen wir mal. Okay, es sind schon einige, aber noch nicht das, was hier sein sollte. Das war die Weißelzelle, die mittlerweile verdeckelt war. Die haben sie wohl abgemacht selber. Die war auf dem, wie gesagt, auf dem Oberträger der unteren Zarge. Sieht man, dass es keine ordentliche Weißel ist, sondern ein verbogenes Teil. Wahrscheinlich eine ausgebaute normale Zelle. Auch wenn sie unten am Rand der Wabe war. So, man sieht jetzt die vierte Wabe. Nichts mit verdeckelter Brut. Wenn die erste mal weg ist, kann man dann sehr leicht hier auf den Seiten abschneiden. So. Dann habe ich da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Brut aufgeschrieben, dass das aus der unteren Zarge ist. So, und jetzt mache ich weiter. Ich mache die Bienen frei, setze die hier in die Zarge erstmal rein. Wenn ich die Brut ausgeschnitten habe, das bisschen, was da ist, dann setze ich es wieder zurück und dann setze ich die Zarge den Bienenaffen auf ihrem Stand wieder drauf. So, also die erste Wabe, die erste Zarge, die untere, sitzt wieder auf den Bienen. Es sind ganz viele Bienen wieder an ihrem Standort. Ich zeige es dann nachher. Also ich glaube nicht, dass die geschwärmt haben. Das ist jetzt die zweite Zarge, die obere, die ich jetzt bienenfrei machen muss und Brut entnehmen muss. In der unteren Zarge war nichts drin, also weder Honig noch Pollen noch Brut. Erschütternd, ja, okay. Ja, eine Honigwabe ist mir abgefallen. Die zweite habe ich mühsam dran gebappt.
Da, die ist mir abgefallen. Das ist echt ein Scheiß. Da habe ich jetzt Brot rausgeschnitten. Da merkt man, dass hier oben die Brut ist. Da gehen die Bienen einfach nicht weg. Jetzt bin ich auch bei der vierten Wabe. Das sieht man jetzt schon. Ja, erhöht. Buckelig war es jetzt nicht, aber erhöht. Das schneiden wir jetzt komplett raus. Also, ist auf beiden Seiten genauso. Richtig buckelig würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man es von der Seite anschaut, dann schon eher buckelig als flache Arbeiterinnenzellen. Also die Entscheidung war schon richtig. Also Honigkranz bleibt natürlich vorhanden, ich schneide nur die Brut aus. So, das waren jetzt die Bienen, die sie auf dem Smoker versammelt haben. Es sind überall noch viele Bienen unterwegs. Hilfe. So. Ja, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Die untere Zarge hat gut gehalten, die habe ich ja so rumgeschüttelt, um die Bienen rauszukriegen. Da da kein Honig drin war, haben die Waben auch gehalten. In der oberen blauen Zarge war ja das Brutnest und rechts und links drei Honigwaben. Die sind mir alle abgerissen. Ich habe zwar die Kiste nur einmal geschüttelt, aber es ist einfach viel zu heiß. Es ist einfach viel zu heiß. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch groß Räuberei passiert. Ich habe alles, was wo Honig drauf war, mit Wasser abgewaschen. Ja. Und leider. Also bei Varé. Da überall, wo ich die Handschuhe waren natürlich voll mit Honig und alles, was ich angefasst habe, was mit Honig wappt, da sind sie drauf. Ja, hier. Ups, scheiße. Sogar am Türgriff. Und wenn man da mal geht, sind auch Bienen. Und da habe ich jetzt alles, was abgebrochen ist, hier in den Fütterer. Das setze ich dann morgen Abend drauf. So heute nimmer. Zu große Sorge um Räuberei. Außerdem wollen wir die Königin ja noch nachher draufsetzen. Ich tue da mal noch was drüber, dass sie da nicht so hinkommen. Was hätten wir? Nehmen wir das. So. Ja. Hier auch ist alles voll Honig. Mal ist natürlich so viel abbrochen, dass ich hatte keinen großen Eimer dabei, sondern nur den kleinen. Da habe ich es da drauf mit einer Zarge. Die ist natürlich jetzt auch voll Honig. Ich bin schweißgebadet. Also drohnenbrütiges Volk auflösen. Ist mit Varé bei über 30 Grad ein Krampf. Hätte ich ganz anders planen müssen. Ich weiß ja schon etwas länger,
dass es wohl drohnenbrütig ist. Ich hätte mich schon längst um eine Königin kümmern können. Und sagen, wir holen die Königin dann, wenn es kühl ist, dass die Waben nicht abreißen. Naja. Also, völlige Katastrophe einer Anfängerin. Obwohl ich alles gedanklich gut vorbereitet habe und mir aufgeschrieben habe, was ich mitnehmen muss, was ich wohin stellen muss. Da überall pappt Honig, weil die Handschuhe voll mit Honig waren von den abgebrochenen Waben, die ich an die Hand nehmen musste. Tja, hoffen wir mal, dass es nicht zu große Räuberei gibt. Also lernt aus meinen Fehlern. Also, jetzt ist 7:30. Der Norbert hat mir dankenswerterweise eine begattete Königin von diesem Jahr geschenkt, überlassen. Die hat er jetzt in den Iltis verbracht. Die ist gekennzeichnet blau. Und wir werden die jetzt in die untere Zarge einhängen. Das sind die Waben alle ausgebaut und komplett leer. Und das Absperrgitter da drauf tun, ausnahmsweise, damit die Bienen oben erstmal die Waben wieder ausbauen. Die sind ja komplett zerrissen. So, dann hoffen wir mal, dass sie die Königin annehmen. Der Iltis ist jetzt verschlossen. Wir machen das so, wie ich es vom Herrn Pankratius gelernt habe, weil die Königin ist wertvoll, die wollen wir jetzt nicht verlieren. Okay, das ist wurscht, das ist eh alles total schief. Macht nichts. Da muss man aufpassen, die sind mittlerweile auch locker. Kannst du die mal hochheben, dass man. Ja. Da sieht man, es ist ganz viel abgerissen. Ich hoffe, dass sie das neu bauen. So. Ah, ich wollte das Absperrgitter drauf tun. Ne, das brauchen wir ja erst morgen, wenn wir sie freilassen. Brauchen wir jetzt noch gar nicht. Draufsetzen. So, und das ist. Hier ist vorne. Jawohl. Herzlichen Dank. Ja, das ist total leicht, weil jetzt die weil 4 Honigwaben draußen sind. Ja. Die setze ich dann morgen im Fütterer auf, aber ich wollte jetzt nicht Räuberei riskieren. Mhm. Andersrum, aber ist glaube ich wurscht. Okay. So, und jetzt haben wir vorne noch eine Traube hängen. So, sind immer noch einige Bienen hier im Rasen, aber die meisten haben sich jetzt hier im Johannisbeer aufgehängt als Traube. Es ist ja echt ein Gag. Es kann natürlich sein, dass die alte Königin da ist, die eben nicht mehr gut legt, dass sie deswegen umgeweißelt haben und auch oder umweißeln wollten und drohnenbrütig geworden sind. Manchmal ist die alte Königin ja noch mit drin. Wir werden die jetzt einsprühen, da reinkippen, schauen, was wir sehen, die vielleicht rausfangen. Auf jeden Fall müssen die zurückfliegen, ansonsten gehen sie halt kaputt. Weil zurückschütten dürfen wir es ja nicht, dann hätte ich den ganzen Aufwand nicht machen müssen. War doch zu stark, ne? Wenn sie nass sind, lassen sie sich leichter abschütteln und fliegen sie auch nicht gleich wieder weg. Dann kann man sie leichter
durchschauen. Brille. Warte mal, hier ist die Feder. Dann kannst du. Soll ich schon? Ja, ja, komm schon. Das ist schon eine ganz schöne Masse, wäre schade drum. Den würden wir sehen von der Größe her, ne? Ja, in dem Gewusel jetzt vielleicht ja, auch nicht. Wenn man es jetzt auseinanderschiebt, schon mehr. Ja. Schön, dass du jetzt mit dabei bist und wir das zusammen machen können. Ja, das ist viel schöner. Und sowas, also sowas habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Wir haben das jetzt zweimal gemacht im Verein. Ja, ohne Boot. Mhm. Und da waren oft hinten dann hinterm Haus Knäuel von Bienen, die halt mit den Ammenmütterchen verknäuelt waren. Aber ich habe es dann am nächsten Tag nicht beobachtet. Aber jetzt so eine Traube. So, das ist der nächste Tag Vormittag. Reges Treiben. So wie es die letzten Wochen nie war. Tragen Pollen ein. Das haben sie vorher auch ab und an, aber jetzt kommen ständig Bienen mit Pollen. Jetzt schaut es so aus wie an den anderen Fluglöchern. Leben. Da würde ich jetzt mal sagen, sie sind erleichtert, dass sie wieder eine Königin haben. Da Pollen ohne Ende. Und ständig kommen Bienen, fliegen Bienen weg. In dem Ausmaß gab es das jetzt schon länger nicht mehr. Da würde ich draus schließen, dass das ihnen gefällt, dass die Königin drin ist. Nehmen an, dass sie die dann auch annehmen. Das werden wir heute Abend sehen. Hier Rangelei. Eine Biene, die da nicht reinkört, wird weg.
gescheucht. Also wirklich sehr viel los. Sehr schön. Das schaut gut aus. Da die schiebt die weg. Hinten am Ziegelstein. Zack. Weg. So, dann schauen wir uns das vorne mal an. Die Bienen haben wir ja gestern Abend, feucht wie sie waren, auf die Erde gekippt. Da es heute wieder über 30 Grad wird, war es heute schon um 9:30 so warm, dass sie sich alle erhoben haben, sich verhalten haben wie ein Schwarm schwärmt, hin und her und her und hin gewogt sind und sich dann wieder niedergelassen haben am Johannisbeerstrauch. Jetzt werde ich mal meinen Imkerkollegen anrufen und fragen, was ich damit machen soll. So, da ist sie. Es ist schade, es sind schon einige Bienen, die der Stock noch gut brauchen könnte. Aber da es sich um irgendeine entweder schlecht begattete junge Königin oder die alte Königin, die auch nicht mehr gut legt, oder um Drohnenmütterchen versammeln, kann ich dir nicht zurückschütten. Ich werde es klären und berichten. So, 24 Stunden später. Schauen wir mal, ob sie die Königin annehmen, wie es ausschaut. Hm, ist die tot oder was? Nee. Okay, schaut so aus, wie wenn sie es akzeptieren, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal einen Futterdeichverschluss hin und setze wieder rein. Schauen interessiert, würde ich sagen. Hoffe ich. Wir werden es erleben. Ich mache jetzt ausnahmsweise mal hier Absperrgitter drauf, dass sie wirklich unten legt und dann können wir auch leichter sehen, ob dann Stifte da sind. Und offene Brut, das müsste dann ja in 4-5 Tagen spätestens zu sehen sein. So schaut es jetzt aus. Sie kann selbst nicht raus und wird dann freigefressen. Dann lege ich es wieder rein. So. Absperrgitter ist drauf. Jetzt noch den Fütterer mit den Waben, mit dem Honig, die gestern rausgefallen sind. Es ist ja hier Honig, den kriegen sie wieder zurück. Noch eins drauf. So. Kissen und den Deckel. Und das war's. Hoffen wir mal, dass sie sie wirklich annehmen, dass sie bald in Brut gehen und dass sie noch genügend Winterbienen aufziehen können. Noch eine Information. Den ganzen Aufwand braucht man sich natürlich bei einem drohnenbrütigen Volk nicht machen, wenn man eine verdeckelte Weißelzelle von woanders her hat. Erfahrungen zeigen, wenn man die reinhängt, auch offene Brut, dann nehmen auch die Drohnenmütterchen die neue Königin
die potenzielle neue Königin in der Weißelzelle an, entwickeln ihre Eierstöcke zurück, die ja eh nur rudimentär ausgebildet sind, und akzeptieren dann die schlüpfende Weißel. Und dann habe ich noch eine Information. Also mein Vorsitzender hat gesagt, dass Erfahrungen zeigen, dass 10 Meter, auch 20 Meter viel zu wenig sind, wenn man drohnenbrütiges Volk neu herrichtet, neu aufbauen möchte. Es müssen schon 100 Meter sein. Das weiß ich jetzt nicht. Die Traube hängt vorne immer noch im Johannisbeerbusch. Ich lasse die jetzt hängen. Die Gefahr ist mir zu groß, wenn ich sie vors Flugloch kippe, dass eventuell Drohnenmütterchen wieder mit zurückgehen. Ich hoffe, dass die sich irgendwo einbetteln und dann die Traube die nächsten Tage auflösen. So, das war's. Bienen werden sauer, ich gehe. Ja, noch ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Gedacht, ich setze ihnen jetzt den Fütterer drauf, jetzt haben sie ja Königin, jetzt sind sie vielleicht verteidigungsbereiter. Zack, kamen Räuberbienen. Jetzt habe ich das Flugloch stark eingeengt und Spiegel davor, weil ich das mal irgendwo gelesen habe, dass das hilft. Mehr kann man nicht falsch machen. Jetzt ist langsam Ruhe am Flugloch. Jetzt weiß ich auch nicht, soll ich heute Nacht dann zumachen? Was ist denn, wenn jetzt Räuberbienen noch auf dem Fütterer sitzen und dann im Volk sind? Bringen die sich dann gegenseitig um? Ich weiß es nicht. Scheiße. So, heute laufen die zweiten 24 Stunden. Ich nehme an, die Königin ist mittlerweile aus dem Futterteich-Käfig befreit. Gestern Abend, wie gesagt, hatte ich Räuberei. Ich habe dann das Flugloch eingeengt und Spiegel davor gestellt. Und heute Nacht habe ich das Flugloch komplett zugemacht, weil eine Imkerkollegin mir gesagt hat, so kann ich am nächsten Früh dann sehen, ob sich eine große Traube bildet von Räuberbienen. Und heute früh um 6 sind die Nachbarbienen schon geflogen. Hier war keine Traube. Also habe ich jetzt das Flugloch nur so weit geöffnet, dass eine Biene rein oder rauskommt. Wie es natürlich beim Füttern von einem schwächeren Ableger oder von einem bisher drohnenbrütigen Volk, was vergleichsweise dann auch schwach ist, natürlich das einzig Richtige ist, was ich natürlich aber vergessen hatte. Und interessant ist, was mich auch total freut, dass die Bienen schon gestern, als die Königin noch im Iltis-Käfig drin war, schon viel fleißiger Pollen eingetragen haben und unterwegs waren, dass also offensichtlich allein die Anwesenheit der Königin sie schon inspiriert hat, zu sagen, okay, machen wir uns auf, es kommt scheinbar bald wieder Brut. Und jetzt ist auch ein stetiges Kommen und Gehen, was vorher überhaupt nicht mehr der Fall war. Von daher denke ich, es ging gerade noch mal gut. Jetzt schauen wir mal rum. Gehen wir natürlich durch die Flugschneise. So, das Flugloch ist nur so klein, sodass ich denke, dass sie das gut verteidigen könnten. So schaut es jetzt bei den Nachbarbienen in der Sonne aus. Schatten bin ich.
Ist natürlich viel mehr los. Auch da herrscht ruhiges und stetiges Treiben. Aber hier jetzt eben auch. Sehr schön. Zack. Gut. Also, heute ist der 18.09. Die Fehler gehen weiter bei meinem angeblich drohnenbrütigen Volk. Ich war mir ja eh unsicher, weil so buckelbrütig hat es nicht ausgeschaut. Und deswegen habe ich die Waben dem Herrn Pankratius gezeigt und der hat natürlich sofort gesehen, dass das Volk nicht buckelbrütig ist. Er hat auch unten, er hat auch Eier, also Stifte in den Waben gesehen, die am Boden der jeweiligen Zelle fixiert waren, was ja eindeutig zeigt und auch jeweils nur eins, dass die Königin noch gelegt hat, hat aber auch gesehen, dass das Brutnest sehr lückig ist und dass das auf Inzucht hindeutet. Also die haben schon natürlich gewusst, warum sie umweiseln, still umweiseln, aber die Umweiselung hat halt nicht geklappt. Es schaut doch so aus, als ob das Volk geschwärmt wäre, weil es wirklich viel weniger Bienen waren als noch vorher. Also die ganze Aktion mit dem 20 Meter weiter weg alles abkehren, wobei mir die Waben abgebrochen sind, weil es zu heiß war. Also die war völlig überflüssig und auch falsch. Die einzig richtige Aktion wäre gewesen, eben schon als ich es absehen konnte, dass es das Volk irgendwie sich nicht gut entwickelt, das hat man ja im Flugloch gesehen, da war nichts los, dass ich die Königin hätte suchen müssen und töten und eine neue Königin zusetzen, was bei Varia eben auch nicht so einfach ist. Man muss ja auch dann alle Waben entnehmen. Aber dann wäre es nicht so schlimm gekommen. Na gut. Ein Film der Fehler. Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Ja, das wird mir auch nicht mehr passieren. Ich werde da in Zukunft besser aufpassen. Schauen wir dann mal, ob die Königin, die neue, auch sich wohlfühlt und gelegt hat. Müsste ja mittlerweile alles verdeckelt sein und in 3 Tagen, glaube ich, müssten dann die Bienen schlüpfen. So, jetzt haben wir die obere Zarge abgehoben. Jetzt schauen wir mal. Die haben da ja nicht wirklich viel gebaut. Leider. Und auch nichts neu gebaut, so wie es ausschaut. Das ist einfach zu wenig Bienen. Jetzt schauen wir mal unten, ob die Königin gelegt hat. Sieht da schon wieder was? Spielnäpfchen amtlich, ist einfach zu wenig Bienen. Oh je. So, die untere Zarge. Da habe ich jetzt ein wenig Rauch gegeben. Damit man sieht, drehen wir euch mal ein wenig zurück.
Das sieht man. Ein Brutnest. Nicht so gut, aber ich sehe es deutlich. Hier auch. Okay, das schaut gut aus. Da ist noch viel Platz, da ist nichts verdeckelt. Die müssen ja auch noch ihr Futter eintragen. Schauen wir mal, was da ist. Ist jetzt vielleicht zu dunkel. Auch da ist verdeckelte Brut. Okay. Da auch. Weiß nicht, ob man das noch sieht. Okay, dann machen wir alles wieder zu. Dann hoffe ich, dass wenn die Brut schlüpft, dass sie dann vielleicht genug Bienen haben, um oben zu bauen. Also, machen wir wieder zu. Aber es schaut gut aus.